So, ein herzliches Hallo hier aus der Schweriner Volleyballhalle. Heute kommt es zum Gipfeltreffen in der ersten Bundesliga der Damen. Der Schweriner SC empfängt hier heute in seiner altwürdigen Halle, hier Volleyballhalle am Lambrechtsgrund, den ersten VC Wiesbaden. Wir haben kurz vor Spiel nochmal den Trainer hier, Tore Alexandersen. Wir wollen nicht lange nerven, vielleicht die Devise heute fürs Spiel. Heute geht es um den Tabellenplatz 1. Ja, das stimmt. Schwieriges Spiel heute und ja, wir müssen ganz einfach einen von unseren besten Spielern, glaube ich, abliefern. Und wenn wir da das schaffen, dann denke ich, wir gewinnen auch. Eine kurze Frage noch zum letzten Auswärtsspiel in Wilsbiburg. Hat ja nicht sein sollen, 3-1 verloren. Was müssen wir anders machen als dort auswärts? Mehr Druck im Ausschlag, bisschen besser an im Spiel und weniger Angriffsfehler. So, das Publikum ist auf jeden Fall auf unserer Seite. Mitgereiste Wiesbadener Fans, es ist alles angerichtet. Nochmal letzte Wort vom Trainer. Würdest du einen Tipp abgeben oder sagst du lieber, lässt es? Ich mache keine Tipp, aber wir gewinnen. Alles klar, Dankeschön, Tore Alexandersen. Danke, danke. Optische Fans, die Schweriner Erholungsbaugenossenschaft präsentiert hier heute das Topspiel in der ersten Bundesliga Volleyball 2010. Und wir begrüßen unser Team, hier unsere Gäste, erste VC Wiesbaden. Und da rufen wir uns spielen auf mit der Ball, Svana, Dina, Bewanda. Priorität 2, Nora, Grazia, Sau. Nadja Schaus, Nora, Andrea Dominikow, die 4, Magda, Kalifora, die 5, Johanna Bart, die 7, Josefine Dörfler, dann Frau Setting, die 10, Jana Schumann und die 11, Steff Fiedemann und die 12, Linda Görlinder. Trainerin, heutige Gäste ist Jan. Wo haben wir sie? Jan. Und Co-Trainer Steffen Pfeiffer. So, wir haben noch mal an der
kleines Plakat von unseren Gästen hier im SV Zingisbad. Sie bedanken sich, die Fans. Die Nummer 3, Nadja Schaus, Führung.